IG4, check den ersten Link in der Beschreibung. IG4, denn die preiswertesten FIFA-Coins findest du dort. Checkt jetzt unseren Sponsor IG4 ab für den günstigsten Kurs. Gönnt euch den Code FIFA für 8% Rabatt. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem... Wie nennen wir das Video nochmal gleich? Don't know. Ja, Freunde, heute haben wir ein geiles Video am Start. Mit dabei den... Jorge Alexis González Madrigal. Wir machen heute ein geiles Video zusammen, und zwar haben wir uns gedacht, nehmen wir mal den Cyber Monday Black Friday Hype mit und haben hier von jeder SBC, wo man hier Spieler aus der BPL, Calcio, La Liga und Bundesliga seine Sets machen kann. Da gibt es auf jeden Fall 3 seltene Spieler, und on top haben wir dann noch das tauschbare Team der Woche Pack. Und wir hatten uns gedacht, wir nennen das Ganze irgendwie so Pack Battle Wager Cyber Monday Black Friday. Und ja, Leute, es gibt auf jeden Fall noch was Geiles zum Ankündigen. Wir bringen nämlich neuen Merch raus. Und zwar wird das Ganze, ja, am Anfang Dezember starten. Wir haben auch schon was an. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Das ist jetzt eine Ausgabe davon. Einmal ein weißer Hoodie mit Rille. Und ja, Gold sieht auf jeden Fall mega fresh aus. Gefällt mir mega. Und da werden wir auf jeden Fall euch noch auf dem Laufenden halten. Wir werden auch die goldene auf Rille-Brille rausbringen, Leute. Die wäre doch was für dich, Steini, oder? Ja, will ich safe eine haben. Ja, warum ist hier noch keine? Warum ist hier bei mir noch keine? Ah, musst du mal bei UPS anrufen, die ist schon auf dem Weg. Ja, gibt's sonst noch was zu sagen? Wir haben bei dir noch eine geile Folge, wir haben bei dir eine kranke Folge aufgenommen. Ja, was erzähl ich da? Was für ein Pull im Team der Woche Set. Also wenn ihr dieses Video geschaut habt, einen Daumen nach oben da gelassen habt, nix wie rüber zum Keller, der hat gezogen, einen von den Top 4, ne? Ja, einer von der Top Guys. Ja. Aber das werden wir hier nachmachen, genau. würde ich behaupten. Ja. Und die Regeln? Ja, sollen wir die mal kurz sagen? Wir haben, wie gesagt, jeder ein BPL-Team oder Set, ein Serie A, ein Bundesliga und ein Spanien. So, Stefan und ich haben jetzt jeweils diese Ligen aufgeschrieben mit einer Nummer. Das heißt, wir öffnen jeweils die Nummer, die genannt worden ist, dieses Set, und dazu dann hinterher den Inform. Daraus müssen wir dann ein Team bauen. Ist es eventuell so, dass der Inform genau in diese Liga passt, die wir da ausgelost bekommen haben, hat man einen Freipool. Den kann man sich eine Position frei, wie man möchte, ersetzen, egal mit was für einem Spieler seiner Wahl. Und am Ende wird dann die Differenz mal wieder abgeschlossen. Das hast du wunderbar erklärt, du Erklärdaddy. Ja, vielen Dank. Dann können wir starten, oder? Ja, halt du rein. Ich sag die erste Zahl. Okay, ich halt rein. Die Nummer 1. Ich dachte es mir, verdammt nochmal. Ne? Ich hab's einfach so gelassen wie eben. Okay. Und es ist die Bundesliga. Ja, wichtig. Sehr, sehr wichtig. Super. Ist die schwächste Liga. Ist einfach die schwächste Liga. Ja, aber ich hab schon mit Marc von EA gesprochen. Der hat mir einen Aubameyang und Lewandowski versprochen. Kein Problem. Das wäre der Obergau hier. Ja, okay. Ich schalte auch rein. Für dich nehme ich die... Moment. Ich sehe gerade, ich habe zweimal die 3 aufgeschrieben. Alarm! Alarm! So. Hast du? Okay. Ja, hab ich. 1. Serie A. Serie A, okay, das ist auch interessant. Da kannst du Insigne ziehen, ne? Ja, auch Dings, die beiden Verteidiger da, ne? Ferrari mit 60 Pace. Also da ist 60, Mann? Der ist ein Ferrari, hat 60 Pace, Alter. Was ist denn das? Aber die Möglichkeit ist definitiv da. Ja, Stefan, ich würde sagen, du dein Bundesliga, ich mein Serie A-Set. 3, 2, 1, go! Let's go! Bitte Schlitz. Ja, Schlitz! Ja! Wie geht das denn? Bitte! Halt dein Maul! Ja, ernsthaft, Vidal? Stark, ganz stark. Yes, baby! Ganz stark. Scheiß Eierfeld! Muss ich sagen, stark. Feuerwerk Extreme, Alter. Gönn ich dir. Ich dachte mir, der Informs kann doch. Es könnte auch. Ey, ja, nein. Ironie des Schicksals, ne? Oh mein Gott. Oh. Ich habe aber einen Torwart drin. Möchte auch ein bisschen. Hui, ich habe auf jeden Fall einen Torwart im Team. Ich auch. Diesmal einen. Aber ein Silber. Scheiße. Und okay. Ich Stürmer sieht bei mir. Nein. 1, 2, 3, 4 Keeper. Warum? Vier Keeper? Ich habe keinen Stürmer. Ich habe eiskalt keinen Stürmer. Gott.
Oh mein Gott, der ist nicht tauschbar, ne? Aber ist mir scheißegal, Alter. Ich glaub es nicht, Alter. Wie kann das sein, Mann? Wenn du dich an deine Aufnahme zurückerinnerst, ne? Was hab ich gerade noch gesagt? Wäre lustig, wenn du auch wieder einziehst. Alter, was ist denn hier los, Mann? Krank! Das ist nicht mal ein Pack-Opener, Digga. Wir ziehen dir Sachen, ja. Ey. Alter, was sieht's aus? Hast du irgendwie Stürmer oder so? Bruh. Ja, ich würde sagen, wir packen jetzt alles zur Mannschaft und dann ja. Sehen wir uns beim Inform-Set wieder. Ja, Freunde, und jetzt steht nur noch das Team der Woche Set an. Stefan hat da schon Team der Woche Spieler drin. Einen der krassesten, der überhaupt zu ziehen ist die Woche. Finde ich gut. Aber ich ziehe jetzt nach. Und wenn du da jetzt nochmal einen von den Big Four da ziehst, ne, dann fällt mir alles aus dem Gesicht. Ja, komm. 3, 2, 1, go, Abfahrt. Go, go, Schlitz. Schlitz kommt, ey. Schlitz kommt immer. Aber Feeling ist da. Feeling ist auf jeden Fall da, Mann. In Form. Ah. Das ist gut. Das ist nicht überragend, aber ich habe Mali gezogen aus der Bundesliga. Ja, habe ich auch gezogen. Das heißt, ich darf bei mir ein Upgrade machen, ne? Ja. Was will ich mit dem? Das ist ein Joker, wen hast du? Mali habe ich auch. Hast du auch? Ach so. Ja, toll, wenn ich Serie A habe. Oder spiele in Serie A, glaube ich. Ja. Ja, Leute, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal, ob wir irgendwie noch das Team ein bisschen verändern können. Ich darf mir auf jeden Fall einen Spieler ins Team dazu packen, da ich ja den Spieler vom Team der Woche auch aus der gleichen Liga habe wie das ganze Set. Und dann sehen wir uns gleich bei den Teams und im Spiel wieder. Bis gleich. So. Ja, da sehen wir die Mannschaft. Robben, Alter. Ja, ich habe mir Robben gegönnt, Leute. Dann haben wir vorne noch De Guzman und links Mali. Heimer. Ja. Heimer Rot, der spielt noch. Alte Schalke-Legende ist das. Ja, und jetzt bei meinem Verein. Ja, würde ich sagen, gutes Spiel, Steini. Ja, wünsche ich dir auch. Let's go. Hey. Wir müssen direkt mal zeigen, wer hier der Platz im Hirsch ist. Zeitspiel von der ersten Minute an hier. Kann das schießen, ja, ne? Nein gesagt! Komm. Da ist er, Vidal. Geiler Typ, Mann. Geiler Typ. Ja. Stark. Guzman, komm. Boah, was eine Antizipation, Alter. Das war schon kein Abiturienten, Alter. Das war Professor-Style. Krankes Ding. Wichtig. Das war richtig wichtig. Dann wieder so was hier. Ja. Komm, vorne Robben, der kann auch schießen, Robben. Gott, wen habe ich in deinem Tor gestellt, Alter? Da habe ich auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen mit Robben. Der hält da gar nichts. Oh, was ist denn das für ein... Das war ein Zwischenbild. War der eigentlich niemand. Ja, und meiner geht gerade. Ich verstehe nicht, wer zur Hölle spielt mit Mali, ne? Weiß auch nicht. Ah, da war die Lücke. Im ZM wäre der gut. Ja, wow. Komm. Ja. Zu einfach da hinten. 3. Oh, hey! Bleibt da einfach am Ball. Boah, Alter, was ist das denn? Ich habe auch hinten raus, mir fehlt vorne einer, der mal ein bisschen Dampf rausnehmen könnte. Ja, da ist der Rupp. Es hat geruppelt im Karton. Jetzt kommen aber direkt Pässe hier. Oh. Ist keiner mehr lebendig. Ja. Ja, komm, der geht. Der ist durch. Mach da. Eieiei, den Robben, eiskalt. Den hältst du gar nicht. Zweite Luft. Was? Ist der komplett fertig? Der steht frei vom Tor. Ist der komplett fertig? Uiuiuiui. Gott. Da ist er. Mali! Der Mann mit einer Chemie hier. Das dreht er auf. Oho. Was hat die Ecke mit dem Torwart gemacht? Ah, war ein Trick, dass du irritiert warst und nicht an den Ball kommen. Das hat sogar geklappt. Petit? Ähnlich. Ich finde den ähnlich wie sie da. Ja? Aber Petit ist schon besser, oder? Immerhin die Ehre bewahren, Freunde. Immerhin die Ehre bewahren. Jetzt fickst du mich auch noch hier mit dem... Lupfi Killer. Ja, einfach können die nicht. Da musst du immer irgendeine spacige Aktion bringen vom Rock. Puh.
Boah, starkes Tor, Mann. Das war geil. Aber jetzt gibst du nochmal Konter, komm. Nein, nein, nein. Let's go. Ey. Oh, da kommt die Abseitsfalle. Da komm, wieder. Der Krieger. Zack. Ach Gott, es wird in die andere Richtung, Mann. Jetzt mach ich hier nochmal ein. Ey. Na, Schiri, was soll das? Was ist denn hier los, Schiedsrichter? Ich bin zufrieden, ich bin hier wirklich zufrieden. Ah, geht auf jeden Fall klar. 5-2, was willst du machen, ne? Mit ja, so einem Team? Ja. Kann man nicht viel rausholen. Ist halt schwierig, ist halt wirklich schwierig. Aber man muss, ich finde, man hat gemerkt, dass in der zweiten Hälfte dir so ein bisschen der Wind genommen worden ist. Ja. Vom Spiel her. Da kamst du besser rein, auf jeden Fall. Ja. Weiß ich nicht, ob das so gefallen ist. Erste Hälfte hat sie, glaube ich, 0 Schüsse. Null! Ja, zweite Hälfte warst du besser. Hat das Spiel gemerkt, oh, der hat vielleicht keine Lust mehr, der Rage quittet. Machen wir mal ein paar Prozente mehr dabei, seine Spieler. Ja, genau, EA hat sich was dabei gedacht. Ja, Leute, dann kommen wir jetzt zu dem Abstoßen. Ja, kann ich ganz entspannt hier heute reingehen. In der Tat. So, 3 Spieler darf ich. 4-3-1-2 ja. Hast, ne? Ja. Okay, gut. Ich nehme beide Stürmer. Okay. Sagst du, was da hast? Rechter Verteidiger, Hüsi, was weiß ich, keine Ahnung, und Ramirez. Also Albaner oder was? ZOM, ja, genau. Ja, okay. Ja, gut, dann nehme ich den Torwart. Ja, war mir klar. Machetti. Ne, Mali ist Dings, das war das Einzige, was hier. 15k, ich konnte hier nicht viel abstoßen, aber Mali durfte ich behalten. Wahnsinn. Wo war der denn? Rechter Innenverteidiger. Okay, ja, gut. Da kommst du ja nicht drauf, ne? Easy. Ja, hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Ja. Machen wir was anderes. Packlack war da, Digga. Packlack war da. Ja. Das war schon ziemlich geil. Auf jeden Fall, wenn ihr noch mehr Packlack, wenn ihr noch eine geile Folge sehen wollt, dann schaut jetzt beim Steini vorbei. Wenn ihr an Akte X glaubt und an mysteriöse Geschichten. Ja, weil das ist nämlich hier gerade passiert. Eine mysteriöse Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Krank. Und wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da und checkt den Merch ab. Der kommt auf jeden Fall Anfang Dezember, wenn nicht sogar schon am 1. Da halten wir euch aber auf dem Laufenden. Und ja, Steini, dein letztes Wort gebührt wie immer dir. Ich wünsche euch eine Menge mehr Packlack, Freunde. Viel Spaß und macht's gut. Ciao.